Xanax, Tavor oder Valium in einem sicher verpackten Blister, welches von einem Pharmaunternehmen auf Qualität, Dosierung und Sicherheit geprüft wurde, wozu es dazu noch sehr viele Studien gibt? Nein, dann nehme ich lieber Clonazolam. Clonazolam ist ein 1971 erstmal synthetisiertes Benzodiazepin, das als eines der potentesten Benzos gilt. Es wurde bisher noch nie von einem Pharmaunternehmen als Arzneimittel vertrieben. Es ist im Internet als Designerdroge erhältlich und wird in Form von Pellets, Blotter und Pulver verkauft. Wegen seiner extrem hohen Potenz und seiner starken Sedierung und Amnesie bei zu hohen Dosierungen gilt Clonazolam als eines der gefährlichsten Benzodiazepinen. Bei der Wirkung kommt es zu Sachen wie Sedation, Angstlösung, Hypnotisierung, Muskelrelaxierung, eventuell leichte Euphorie, Enthemmung. Durch sein extrem hohes Abhängigkeitspotenzial ist es sehr schwer, mit dieser Substanz umgehen zu können und der Entzug wird meist stärker als der von Heroin beschrieben. Man sollte sich, wenn überhaupt, nur geringe Mengen kaufen und mehrere Wochen Pause zwischen jedem Konsum einhalten. Auch wenn der Name eine ähnliche Wirkung wie von dem länger bekannten Clonazepam vermuten lässt, handelt es sich bei Clonazolam um eine viel potentere Substanz mit deutlichen Wirkungsunterschieden. Meist werden 0,5 Milligramm Clonazolam-Tabletten oder Blotter, Pappen, verkauft. Da es sich hierbei schon um eine hohe Dosierung handelt, die für empfindliche Personen sehr viel sein und zu einer starken Sedation und langem Schlaf führen kann, werden manchmal auch 0,25 Tabletten verkauft. Die Qualität von den nicht-pharmazeutischen Tabletten schwankt sehr stark. Die 0,5 Milligramm Pillen des einen Verkäufers können viel stärker wirken als die 0,5 Milligramm Pillen des anderen Verkäufers. Es handelt sich hier um eine kaum erforschte Substanz. Es kann unvorhersehbare Langzeitschäden und Nebenwirkungen geben, weshalb von dem Konsum strikt abzuraten ist. Zu den bisher bekannten Nebenwirkungen gehören Sachen wie motorische Schwierigkeiten, Schwindel, in zu hohen Dosierungen sind auch Blackouts möglich, Gefühlslosigkeit, Kater am nächsten Tag, Stimmungsschwankungen, paradoxe Effekte. Bei Abhängigkeit und längerem regelmäßigem Konsum können Aggression, Vergesslichkeit, starke Enthemmung und Gereiztheit auftreten. Also Leute, ich rate euch dringend von dem Konsum von Clonazolam ab. Es hat zwar eine extrem starke Wirkung, dahingegen aber auch sehr starke Nebenwirkungen, ein hohes Abhängigkeitspotenzial und eine nicht geprüfte Qualität, weshalb es nicht schwer ist, sich damit eine Überdosierung einzufangen. Falls ihr doch vorhabt, Clonazolam zu konsumieren, dann denkt bitte an dieses Video und betreibt noch genügend Recherche. Bis dann wünsche ich euch aber wie immer noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video.